Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector vom Team Jonetsu und grüße euch herzlich zu einer neuen Manga-Review. Endlich nach Jahren, ja doch wirklich des Jahren des Wartens, gut 2 Jahre musste ich darauf warten, kann ich endlich Wakaba im Kino rezensieren. Der zweite Band ist ja glaube ich Februar rausgekommen. Oder war es März? Auf jeden Fall ist diese endlich nach langen Warten auskommen und ich war richtig gespannt drauf, wie die Reihe endet. Aber erstmal, worum dreht sich denn in Wakaba im Kino? Und ja, im Mittelpunkt steht, naja, die titelgebende Wakaba. Ein junges Mädchen, die als Filmvorführerin im altmodischen New Theater arbeitet. Und man erlebt halt so ein bisschen ihren Alltag, was es ausmacht, eine altmodische Filmvorführerin zu sein. Sprich, nicht irgendwie hier diese Hightech-Geräte und easy peasy zu bedienen. Nee, noch so richtig geil, die alten Projektoren. Ein kleines, aber feines, nostalgisches Kino eben. Und ja, man erlebt halt einfach den Alltag von Wakaba. Nun zu den Grundinformationen. Wakaba im Kino erschien beim Manga Jam Session Verlag. Kostet 8 Euro pro Band, ist als Oh mein Gott, oh mein fucking Gott, ich sehe diesen als Slice of Life deklariert. Der ist einfach hinten fetter. Ist das beim zweiten Band auch? Ne, hier haben sie es richtig. Alter, bei der ersten Auflage von Wakaba beim Kino 1 ist einfach hinten fett. Rechtschreibfehler, sorry. Das hat mich gerade ein bisschen rausgefunden. Auf jeden Fall ist es ein Slice of Life, 12 plus. Stammt dabei von Katsumi Aoyama und das Konzept von Ayu Kandagawa. Und das Ganze ist noch übersetzt aus dem Japanisch von Sonja Auer und Jonas Mair. Und mal schauen, ob das sich beim zweiten Band geändert hat. Der zweite Band ist dann nur noch von Sonja Auer übersetzt. Und ja, nun zu meiner Review. Ich war damals schon beim ersten Band sehr angetan von diesem Werk. Einfach weil ich Slice of Life, gerade im deutschen Raum, immer begrüße. Wir kriegen viel zu wenig und wenn wir es mal kriegen, floppt es oft, weil zu viele Kunstbanausen in Deutschland. Okay, das war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber nee, doch. Und dementsprechend war ich hier sehr gespannt auf dazu. Einfach diese Thematik Kino. Ich liebe das gute alte Kino. Ich liebe dieses Kino-Feeling. Und einfach mal so einen Blick hinter die Kulissen zu haben. Dazu auch noch dieses Nostalgische mit wirklich Film, Projektoren und ähnliches. Und das liebe ich. Denn leider Gottes muss man ja sagen, heutzutage geht einfach an einigen Stellen einfach Charme verloren, eben durch technischen Fortschritt. Technischer Fortschritt ist super, aber wir lieben unsere Nostalgie eben. Und gerade hier dann so einen Blick drauf zu werfen auf etwas, was immer mehr und mehr ausstirbt, gerade halt auch so kleine Kinos, allein auch in Deutschland. Wir haben hier 3-4 große Kinoketten, aber diese klassischen alten, kleinen Kinos sterben aus. Etwas, womit sich, by the way, auch in diesem Manga kurzzeitig beschäftigt wird. Und dementsprechend fand ich dieses Werk halt einfach rein von der Thematik her interessant. Und er hat mir auch überraschend gut Spaß gemacht. Also es ist ein netter Slice of Life für zwischendurch. Wakaba als Hauptcharakter ist sehr unterhaltsam. Sie ist halt doch sehr, sehr fixiert auf ihren geliebten Film. Was ich vollkommen nachvollziehen kann. Also, ne? Passion. Ich liebe die Leidenschaft. Und das kommt in diesen 2 Bänden auch sehr, sehr, sehr gut rüber. Allerdings, wie gesagt, es ist ein Slice of Life. Das heißt, es ist halt sehr Comedy-lastig. Und das Ding hat per se keine krasse Story. Seid euch dem halt bewusst. Das ist halt für diese Leute, die einfach so ein bisschen was fürs Seelenwohl wollen. Was einfach gut tut zu lesen. Und gerade da kommt Wakaba im Kino halt wirklich rechtzeitig um die Ecke. Und was mir halt auch einfach gefällt, ist in dem Fall auch das Artwork. Es ist simpel, aber halt einfach charmant. Sei es auch nur hier zwischendrin plötzlich diese kleinen Streifen und ähnliches. Das ist. Ich liebe es einfach. Ich liebe es einfach sehr und auch. Es ist interessant zu sehen, wie Wakaba als Hauptcharakter so andere Leute nach und nach in ihren Bann zieht.
Nein, natürlich. Wakaba ist jung, sie ist attraktiv. Natürlich verlieben sich ein paar in sie. Allerdings liegt hier nicht der Fokus drauf. Also um Gottes Willen, nein. Das ist mehr so zum Comedy-Zweck. Da, dass sich halt ein, zwei Highschool-Schüler in sie verknallen und ähnliches. Das ist kein Romance-Manga. Beim besten Willen nicht. Nein, einfach nur nein, nein, nein. Es gibt nur halt auch zwei Sachen, die ein bisschen schade sind. Erstens, der Manga ist Ext. Sprich, er wurde halt frühzeitig beendet, weil es wahrscheinlich in Japan nicht erfolgreich genug war. Was einfach wirklich schade rum ist. Vor allem, weil im ersten Band hier noch hinten im Nachwort geschrieben wird, ja, ich hoffe, es kann die Reihe kann noch lang gehen, damit es nicht schon mit dem nächsten Band endet. Und dann, ja, der nächste Band ist der Schlussband. Und das Ende kommt auch sehr abrupt, leider. Ich finde, das ist ein zufriedenstellendes Ende für das, was es ist. Ich hätte halt einfach gern mehr gesehen. Es hätte nicht mal eine lange Reihe sein müssen. 3-4 Bände. Perfekte Länge gewesen. 2 Bände. Ticken kurz. Und ja, es ist halt ein Manga Jam Session Manga. Das heißt, die Übersetzungen sind stellenweise hölzern. Also, es gab wirklich einige Dialoge, wo ich mir auch gedacht habe, boah, so würde keiner in Deutschland reden. Und das ist einfach so ein Problem, was Manga Jam Session hat. Ich finde, sie haben sich zum Beispiel bei Fabinico gebessert. Wakaba hingegen ist, finde ich, noch ein Ticken schlimm. Ich meine, es hat seinen eigenen Charme bei Werk wie Ab sofort Schwester, weil Ab sofort Schwester ja auch, so gesehen, ursprünglich aus einem Dojinji-Werk entstand. Und dann halt etwas anfängerische Übersetzung dazu zu haben, finde ich, ist sogar charmant. Bei Wakaba im Kino hingegen fand ich es stellenweise nervig. Bitte, ja, nervig ist das falsche Wort, aber hat mich ein bisschen traurig gemacht, weil hier war es doch zu rau an einigen Kanten. Und da denke ich mir halt wirklich so, oh, vielleicht lieber einen anderen Lektor oder so holen, weil die Übersetzer sind meines Wissens nach nicht halt professionelle Übersetzer, sondern sprechen halt einfach japanische Sprache. Und das merkst du halt leider Gottes. Es gibt hier ein, zwei seltsame Formulierungen und mein persönlicher Wunsch auch an Manga Jam Session bei diesen Dingern hier, bitte fangt an und setzt auf. Ach, wie hieß es? Suffixe mit Sun, Kun und Co., weil im Deutschen wird es bei vielen Verlagen weggelassen. Sie übersetzen es so ein bisschen, wie die Amis es teilweise machen, weil in Amerika ist es zwiegespalten. Es gibt einerseits Manga, da wird es dann mit Sun, Kun und Co. beibehalten. Andererseits gibt es dann auch Manga wie zum Beispiel Nagatoro-san, welches dann im Englischen aus dem Sun ein Miss Nagatoro macht, was halt finde ich nicht so schön persönlich, und hier wird es genauso gemacht, nur halt klingt es im Deutschen nochmal ein ganzes Stück seltsamer, wenn dann Wakaba zu einer Schülerin sagt, Frau so und so. Einfach nur nein, bitte Manga Jam Session, nimmt die Suffixe her. Ich glaube, das würde auch viel gefallen und ihr würdet euch dadurch einfach von der Masse auch nochmal hervorheben. Aber ja, mein Fazit zu Wakaba im Kino. Eine nette kleine Liebeserklärung an den altmodischen Film, an eine Berufung, die immer mehr und mehr ausstirbt. Es ist kein Werk, was das Slice-of-Life-Genre revolutionieren wird, beim besten Willen nicht. Es gibt viele Slice-of-Life-Manga, die sind besser. Aber es ist halt ein netter Manga für zwischendurch, der Spaß macht. Ach, trotz vielleicht fragwürdiger Entscheidungen in der Übersetzung mit seiner fragwürdigen Wortwahl. Würde ich ihn empfehlen? Ja, klar, 8 Euro pro Band ist teuer, aber erstens, ihr unterstützt einen kleinen Verlag, der zumindest so wie er auf Social Media rüberkommt, sehr, sehr sympathisch ist. Und ja, als Finalerwertung, das Ding ist eine solide 7. Hat Spaß gemacht. Empfehlung geht raus. Und ja, so viel dazu. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Habt ihr Wakaba im Kino schon gelesen? Wenn ja, wie fandet ihr es? Oder holt ihr euch vielleicht noch, wenn ihr ihn euch holen wollt, schaut gerne mal unten in der Videobeschreibung. Dort sind meine Affiliate-Partner verlinkt. Und ja, danke fürs Zusehen und ciao.